ready. Ja, dann immer wenn du. Wissen wir denn eigentlich, dass das leisten soll? Ich glaube, ich hoffe, das wissen sie. Klapsche, aufnehmen und so, mit Publikum funktioniert. Ansonsten schmeißen wir es halt ab. Ja, wir sind eh schon unterwegs, oder? Ich meine, wir haben genug Blüsch. Wir können es einfach mit Blüsch abschmeißen. Wir schubsen das Regal um. Das ganze Regal einfach auf die. Was geht ab, liebe Pokémon-Freunde? Wir sind zurück. Der Daniel, der Danny und wir haben so viel cooles neues Zeug. Der Daniel und der Danny. Ja. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, ich würde sagen, das kommt am Freitag. Vielleicht sogar schon nächste Freitag. Mhm. Wir haben super viel Zeug. Sau viel, ja. Ja, weil wir das alles noch gar nicht gezeigt haben. Wir sind voll im Verzug. Ja, weil wir statt 3 Videos nur noch 2 Videos die Woche machen, wie im Stream. Fangen wir erstmal an mit dem wunderschönen. Schreiben wir erstmal. Achso, ja, hier. In die Höhe. Und dann würde ich sagen, haben wir sau viel coole Sachen. Wir haben die 2 neue Top-Trainer-Boxen aktuell. Wie gesagt, schon jetzt 2 Wochen auf dem Markt, wenn ihr das seht. Da gönnen wir uns mal von jeder Annie. Wie heißt denn das Pokémon? Das Signature-Pokémon von Kampfstile. Komm, sag's. Der Name, der so. Wulauso. Ja, Spicker, ne? Was Spicker, Alter? Spicker, ja. Ich wollte gerade wieder sagen, dein Spicker. Die ist natürlich in Single Stride und in den Rapid Stride Farben gibt, rot und blau. Genau. Und genauso auf dem Koffer ist beides drauf, den zeigen wir euch heute auch. Ja. Wir zeigen euch alles, was es zu dem Set aktuell gibt. Dann haben wir logischerweise auch die passende Kampfbox dazu. Und dann haben wir natürlich, das du ist Klassiker, ne, oder? Das du eine Klassiker? Das du ist tatsächlich mehr als überfällig, weil es gibt die ganze Zeit schon eine Glurak Formax. Ja, warum soll es nicht eine Turtok oder eine Bisa vorgehen? Genau. Ich würde sagen, starten wir mit der Trainerbox. Ja. Du hast gar nicht viel mit dem ganzen Teil, Alter. Ich auch nicht. Was willst du, rot oder blau? Rot. Nö, hätte ich eh gedacht. Zurück zu sie auf Streams und Openings, was wir bis jetzt gemacht haben, fehlt das goldene Hundemon noch. Stimmt, der Okta. Also, wir hätten es jetzt am Montag gezogen. Der Octalary haben wir ja gezogen. Wunderschön die Box. Kann man ja, wunderschön verpackt. Das ist ja dasselbe wie immer, ne? Also, man kann das hier aufmachen und so eine Poster formen. Die Hülle sind auch. Meine sind kaputt. Aber. Aber ich finde, also. Kann man das eigentlich? Ich habe das noch nie gemacht. Funktioniert das eigentlich gut? Ja. Oh, jetzt. Yeah, das hätte ich. Also, Props an die Pokémon Company. Nur dem, wie manche Sachen verpackt sind. So gut funktioniert es nicht! Ah, du hast noch eine Klebestreife. Warum ist so Klebestreife? Den habe ich jetzt durchgerissen. Ich bitte an Publikum, dass ihr Handyton ausgemacht wird. Danke. Also, das wär's. Ja. Dein Handy. Also, das wäre so ein hängendes Poster. Ja, genau dasselbe habe ich auch. Logisch. Und, was haben wir das aber mal gezeigt? Haben wir noch nie gezeigt, so Ding aufzumachen. Dann haben wir ganz normal die Trenner. Dann wäre ich immer ewig vor Halle, oder? Energie. Nee, das ist so eine. Wenn wir jetzt 10 Uhr irgendwo sitzen und streamen. Welchen noch Selemolz? Welchen noch Selemolz als Exarch? Die Trenner. Okay, wir haben noch einiges mehr Gold nicht gesehen. Ja, klar, aber die Pokémon sind nur die beiden. Ich finde halt die Hülle diesmal wieder sehr, sehr stark. Die Trenner sehr gut. Aber das typische Heftchen, das ist völlig unnötig. Sind deine Würfel auch so geil wie meine? Oh, deine sind also wieder regelkonform, weil sie durchsichtig sind. Meine sind red. Und deine sind blue. Da haben wir die Buttons. Dann haben wir die Trenner. Der Energiepäckchen. Code. Code ist ziemlich wertvoll, oder? Na komm, wir sind ja nicht so. Fokus, wo bist du? Hier ist er, immer für euch. Und dann das Blaue dazu. Sollen wir alles aufmachen und dann hart in die Booster schmeißen? Ja, so werde ich das. Geil, sehen. Hab ich Bock drauf. Also das gute Zeug packe ich zurück. Das gute? Ja gut, also das hässliche so. Brauchen wir wirklich. Also wer weiß, wie viel von denen wir noch aufmachen, aber. Nee, das brauchen wir nicht. Das ist wirklich, das ist wie das Papierding da drin. Das ist wirklich garbage. So, dann gehen wir in die Wulauso-Boxen. Würde ich sagen, oder? Hast du auch so ein Platzproblem? Ja, irgendwie schon. Geh ich diesmal in Rot und Dunblau? Abgewechselt, Alter. So ist eine nice Promo und diese Kampfenergie dabei. Korrekt. Immer, ne? Diese Energie ist sehr, sehr wichtig aktuell geworden. Lass ich jetzt wieder der Senpai raushängen. Dann nicht. Ne, darfst du. Die Leute scheinen sich zu interessieren, der Gefasels. Die freuen sich im Stream schon, ob sie gegen die Spiele dürfen. Ja, kann ich nichts für. Ist der Man with the Plan. Ja.
Und dann haben wir Kampfstile, Emo, ach du. Emo Kampfstile, Emo Clash der Rebellen und Emo Stunde der Wächter. Dein Blaues ist natürlich das Bessere der beiden Pokémon, muss man sagen. Ist wegen halt was? Wieso? Warum? Die V-Max davon ist viel, viel stärker und es wird aktuell. Oder es scheint so, dass es ein sehr starkes Metadeck sein wird. Wola Uso und Wola ist doch beides dasselbe. Ja, aber du hast Rapid Strike und ich habe Single Strike. Also du hast fokussierende Angriff, du hast fließende Angriff. Das ist ein Unterschied, die sind zwei verschiedene. Es können zwei verschiedene. Also dasselbe Pokémon mit anderer Attacke. Genau. Sah das doch gleich. Und die V-Max ist logischerweise auch zwei verschieden. Unterschiedlich davon. Ja, erzähl du mal weiter, ich mach deine Koffer auf. Dementsprechend entwickeln sich auch zwei verschiedene Decks daraus. Und das Blaue ist halt etwas stärker. Das Stärkere, also was Rote vermutlich auch nicht gespielt. Doch, tatsächlich. Es gibt auch ein Deck davon. Aber das Blaue hat sich aktuell einfach durchgesetzt. Gerade weil der erste Angriff vom V-Max viel ist. Finde ich halt einfach nur. Das ist cool, ja. Öffnen wir mal die Büchse der Wola Uso. Okay, die Coins sind schon mal richtig fett, finde ich. Sind die auch wieder groß? Ja. Ich weiß gar nicht, warum was das. Warum jetzt sitzt. Die zwei Dote mit zu tun haben, verstehe ich gar nicht. Naja, also was auf jeden Fall ist, sie repräsentieren die jeweilige Angriffstechnik. Fließender Angriff, fokussierter Angriff. Das würde ich jetzt gerne. Also, ne, warum? Das ist Rückwärtskick. Da Ove. Peter Lustig, Alter! Wie beide Wola Osus, ne? Halt bist du richtig, richtig krass. Rode. Alter, halt bist du wieder der Erklärbär. Wahnsinn, okay. Das heißt, aber nach wie vor ja, ist Problem, das halt wieder super, super ätzend, ne? Was haben wir denn doof für geile Booster? Oh, Kampfstile, Farbenschock. Und was hast du da schönes? Farbenschock? Ja. Oh, ich hab Aufziehen der Stuhl. Oh, das ist schon krass geil. Also die Box ist nicht schlecht. Nimm du dein Ding und ich nehme mein Ding. Was ist da noch? Ist da noch Schönes drin? Oh, guck mal, da bin ich. Aufkleber. Alter, die haben hier mehr Aufkleber jetzt drauf, oder was? Oder drin? Drauf? Drin? Drin? Alter! Aufkleber gehen, ne? Gehen gut. Gehen sehr gut. Und dann noch die beiden Signature-Pokémon von Kampfstile. Und dann wieder der Block. Der Block ist auch geil. Also gefällt mir. Die Box Block und ohne drunter wieder. Ja, das ist halt. Okay. Ja. Das Plastik hätte man sich keine Spare. Der Block ist cool und die Aufkleber ist dann auch gut. Das stimmt. So, dann haben wir noch ein paar Buchstaben hier. Dann kommen wir halt, jetzt. Halt, stopp! Mach das auf Teil. In Teil. Ding. Das merkst du nicht, dass ich teile schon die ganze Zeit. Deins und meins. Okay, okay, okay. Jetzt kommen wir zu, ich hab Visa Flor. Jetzt kommen wir zu, ich hab Schuhe. Okay, deine Packages los. Die Packages. Packages. Ich weiß nur, nice, Evolution. Ne, Quatsch. Traverse, ey, Mann. Ich bin voll auf Evolution-Entzug, habe ich das schon mal erwähnt. Die ist halt richtig geil, Alter. Die Promo? Ja, macht so ein bisschen, ich finde, macht so ein bisschen in der auf, ich verstecke mich unter dem Hut. Ja. Hallo! Bitte Ruhe im Hintergrund, dankeschön. Also die Groß ist halt, das Turtok ist halt mega. Da haben wir Hülle. Gefällt mir richtig gut. Hülle mit dem Sombrero. Und dann habe ich einmal Kampfstile, zweimal Kampfstile, Flammende Finsternis und Ultra Prisma. Oh, das ist nice. Die Hülle von Turtok. Das ist gemischte. Richtig, richtig gut. Ja, das stimmt. Kann man nichts dagegen sagen. So, jetzt habe ich wieder verblatt mich für Buchstabenmüll. Toll. Gut. Daniel. Dann würde ich sagen. Schließen wir noch die zwei verbotene Promos so. Die verbotene Promos. Also das ist wirklich heftig, Alter. Also komm. Fokus! Jetzt. Ja. Schon krass. Schade. Und das ist jetzt alles eigentlich, was zu Kampfstile rauskommt, ne? Das ist alles, was zu Kampfstile rauskommt, ist, ja. Kampfstile. Kampfstile. Stile. Was kommt noch irgendwas dazu? Nein. Ich glaube, erstmal kommt keine Box mehr. Okay, ich mache mir mal Sortierung. Ne? Wie wäre es mit Clash? Machen wir direkt zum Aufwand. Dann würde ich Stunde der Wächter machen. Dann würde ich Aufziehen der Sturmröte. Moment. Aufziehen. Ultra Prisma. Clash, halten. Ultra Prisma. Ich habe so Flammende. Habe ich auch noch zum Schluss. Gut, aber du hast gewivert Voltage, ne? Nee, dort habe ich Ultra Prisma. Irgendwas Stunde der Wächter. Aufziehende Sturmröte habe ich. Ne? Irgendwas habe ich, was du nicht hast. Stunde der Wächter. Stunde der Wächter. Gut, fangen wir das so an. Clash beginnt. Juhu! Ich
Schon so lange keine Clash Rebellen mehr aufgemacht. Ich predikte jetzt einfach direkt der Befehl vom Boss. Oh, der war glaube ich im Bild. Also gar nicht. Richtig rum. Also ich finde die Kamera ist halt weit. Ist voll weite Armstrecke. So, ich mach doch keinen Kardotrick, weil das ist Clash der Rebellen. Jetzt mach Clash der Rebellen nicht so runter. Das ist immerhin doch ein gutes Ding. Deponitox ist doch gut. Was für ein gutes Ding? Ja, Deponitox ist ein gutes Pokémon. Das also, was ich gezogen habe. In den ganzen Monaten, mit denen ich jetzt schon mit dir Pokémon-Booster aufreiß, finde ich Clash der Rebellen mit Abstand. Abstand ist schlimm, ne, schlimmes falsch gesagt. Das mir am wenigst gefallenste Set. Was hast du jetzt? Mache ich Stunde der Wächter. Die habe ich nicht. Dann machst du das so fast zu, anstatt hast. Wird wollte ich. Nett. Mal schauen, Kramux, Pampulin. Oh, Psychoenergie! Entschuldigung. Die muss natürlich, darf nicht fehlen. Genesect, Bibor, nichts, Elektro. Das war's. Sorry, aber es ist was voll dann in meinem Kopf verankert, dass ich gerade jeden Reverse mit Sleep. Ja, stimmt. Ich würde jetzt aufziehen, eine Sturmröte machen. Jo. Garados. Brudi. Irgendwo habe ich Code C gemacht. Ich habe völlig keinen Überblick. Und? Nee. Kein Garados, ne? Aber ich. Riesig. Schade. Ey, das hat die Schnarres. Ja, das Geowatz hat ein Schnarres gekriegt. Das habe ich schon nicht gezogen. Aloha Geowatz GX hat ein Schnarres. Ja. Guck mal, also die Kamera ist Bescheidenheit, wie die steht. Der Zorro Geowatz. Der Zorro Geowatz. Fällt nur noch der Hut von Bisaflor, dann wäre komplett. So, das fällt wieder aus. Ultra Prisma oder was hättest du gern? Darf ich das aussuchen? Das ist noch. Schliebe noch. Ah, du hast das auch noch separat. Dann Ultra Prisma. Ja, wild ne Mandel, du knallst jetzt. Ultra Prisma. Okay, dann gehen wir in Ultra Prisma. Ja. Ultra Prisma. Oh Mann, nee. Skuntank. Und? Skuntank. Ja, gönnt halt richtig, ne? Warte, jetzt. Oh, nee, scheiße. Gönnt halt richtig. Flammende. Jetzt Glurak. Jetzt. Ich mach noch. Warum hast du keine? Ich hab Welt in dem Wandel. Weil in dem Koffer 5 waren statt 6 Booster. Der eine Seite 3 und auf der anderen Seite 2. Und ich hab die 3 gerät. Ja. Das tut mir aber leid für dich. Das ist in Ordnung. Und? Character Rare. Character Rare. Und noch Ultra Bestie. Nice Ding, würde ich behaupten. Wieso da sitzen die zwei Dudes? Fällt nur noch das Bier. Und nett. Gut, das dann Bier du fehlt. Dann muss es mal wieder Kluraken. Komm auf, Daniel. Ja, komm, das ist er. Ich habe das schon geroch. Decken auf, es ist halt nur das Madpo. Hashtag Fall der für. Der hat da drin aber nichts verloren, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen. Warum ist der nicht reverse oder irgendwie? Oder glitzert nicht? Und warum? Der ist nicht mal voll falsch dazwischen gerotzt. Der hat doch noch gar nichts verloren. Den gab es doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Doch, ne? Doch, das ist schon eine flammende Finsternis-Ding. Aber warum ist der nicht reverse? Und. Hä? Ich habe kein Reverse in dem Pack. Doch. Ich habe 2 Rares drin. Error Pack. Und dann, ein Error Pack, auf das man noch nicht mal stolzen kann. Stimmt wohl, ja. Oh, der stimmt. Fokus. Das stimmt wohl. Schläft noch. So, jetzt. Glurak öffnet sich zum Schluss oder halt da gar nicht wieder. Lugia. So, jetzt haben wir noch eine ganze Batze Kampfstile. Auf den habe ich halt hart Bock, weil ich jetzt das Hundemann ziehe. Ich würde mir lieber gerne alternatives Artwork ziehen, wobei das haben wir eins schon gezogen. Hat. Das Despoter Artwork? Ja. Haben wir das schon gezogen? Nö. Also. Dann sei denn nicht mal schon gezogen. Ne, würde ich gern ziehen. Und dann hast du gesagt, wollen wir das schon gezogen haben. Wobei eins schon. Warte, das können wir zurückspulen. Ich hab gesagt, wobei wir eins schon gezogen haben. Oh. Also, das. Rätsch dich wieder raus. Das Ding ins Kirchenstore. Wula Osu quasi. Fluchtseil, Reverse, Schlurpelek. Und nichts. Komm schon. Pantang. Das Daniel. Öffnet sich jetzt das Portal. Was dann? Von nichts kommt halt nichts, ne? Die Menschen das jetzt wieder. Ja, das wird ja nur scheiße doch. Du piep. Vergiss ich wieder raus zu piepsen. Oh, der Schwinz dann wieder nämlich. Schnurgast und Luxtra. Ja. Klapp schon. Klapp schon. Klapp schon.
Klappschuh. Ja, ist dann wohl, wollte ich euch eh zeigen. Klappschuh. Klappschuh, dass unser Zuschauer uns so ein gutes Poster rauszieht. Er Zuschauer dir, er Zuschauer mir, oder? Ich mach's einfach ohne Zuschauer. Oder ziehst du einfach selbst? Naja, Trapfel. Trapfel. Trapfel, Trapfel, Trapfel. Zuschauer zu meiner rechten Seite. Zwölfte Buchstaben ohne ist ein gut, Heiko. Ah, ich denke, so. Heiko, zwölfte Buchstaben ohne ist ein gut. Bei dir? Sechs. Von oben oder ohne? Ohne. Sieh mal an, was? Sechs. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Fünf. Also das. Sechs. Öffnet sich dann zum Schluss. Okay. Das Sechs öffnet sich dann zum Schluss. Ja. Darfst du. Doch, vollkommen in Ordnung. Ich habe mich ja gerade zu entschlossen, auf die Hetze, auf die. Muss ich mal Siegfried Roy jetzt nochmal in die Nordhalle, ja? Ja. So, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Wunderschön. Ich komme halt mit der Kamera nicht klar, Alter. Richtig geiles Ding. Ich habe jetzt auf die Reverse und die normale Rest ist Liebe. Stalos. Ich kann gar nicht hin, du. Die sieht gar nicht hin. Gar nicht hin. Was machen wir eigentlich schon noch? Ein bisschen was machen, ne? Was ist das für ein Hitler? Battle of the Boxes. Oh, warten wir. Was? Schon wieder geleakt. Hallo. Ich dachte, wir nehmen die mir auf. Da hab ich nur geguckt. Wir werden jetzt echt mal, dass das passiert. Das stimmt wohl. Und. Fokussierender Angriff. Wula Osu. Einfach nice cards. Psycho. Psycho. Wula Osu. Und wie heißt es auf Englisch? Urshifu. Urshifu. Hört sich schon Senpai-mäßig an, ne? Richtig. Senpai Urshifu. Wie? Senpai Wula Osu. Das ist ja etwas, was du kaum auf Zeit aussprechen kannst. Wula Osu. Mann, die Psycho-Energie. Wula Osu, Krebutak und Flambirex. Kennt ihr eigentlich was, wenn du jetzt gleich was Gutes drin ist in ihrer Booster? Weiß ich nicht. Was spielen sie dann? Da hinten geht der Kurs. Keine Ahnung. Echt? Was ist denn eine Küsse? Ich hab mal ihre guckt. Der will geküsst. Vielleicht will er das. Ele Voltec, Fluchtseil. Von mir geküsst wäre. Gute Karte. Die Frage ist. Wer will das nicht? Keine Ahnung, wer will das nicht? Wula Osu. Quasseln sie einfach so rum, ne? Also auf unsere Aufnahmen. Tun die drauf Kacke auf gut Deutsch sagen, ne? Das ist, interessiert die einfach nicht. Sollten wir doch mal mit Ramon über Abmahnung sprechen. Oder? Abmahnung und Preiserhöhung. Ne? Ne? Ich finde es jetzt zu witzig. Sie lacht. Ramon, müssen wir mal sprechen. Sag mal, ich zieh nichts. Wir ziehen gar nichts. Das wäre da gerade voll das lame Video, weil wir nichts ziehen. Nichts. Wir müssen einfach ein bisschen lustiger sind. Lustig bei deinen Packs, du kannst nicht lustig sein. Das ist ein Trauerspiel. Aber kommt es mir nur so vor, da ist aktuell einfach alles nicht gönnbar. Es gönnt, es gönnt einfach nichts. Gar nichts. Gar nichts. Achtung, das letzte Booster von deinen beiden Dorfanne. Das schallert. Wenn das schallert, springe ich schon aus dem Fenster. Mach schon nicht, du kommst gar nicht über das Regal drüber. Stimmt. Du ab. Ich hab mich gerade abgenutzt. Ja. Wenn der abwehr, ich käme schon drüber. Wohl, der King Louis ist auch nicht der beweglichste. Bau, bau, bau. Also gutes Pokémon. Ich bin der König im Wasser. Obwohl, ich sehe dich schon bei der Realverfilmung, wenn das der Große ist, wenn er dann von seinem Stuhl aufsteht, wow, und sich dann so von Stär zu Stär hangelt, da sehe ich dich schon drin. Das wow. Gibt schon Sinn. Danke. Bitte. So, das letzte Booster. Aber du musst dann auch singen. Oh, do we do, so can we do. Psycho Energy. So can we do. Wenn du wüsst, was wir private Helmholtz machen, ja. Da kommt das Lied da schon. Da hätte die Abschaukel. Ja, aber die ganz große Abschaukel, ich glaub mir's. Du bist wirklich noch ein Hit drin bei dem letzten Booster. Das gibt's nicht, gell? So. Ja, schön war's. Molunk. Molunk.
Daniel, das war alles, was aktuell nice gibt. Wir haben euch nicht mit Hits beschert. Nee. Vor, wir konnten wir nicht so ein bisschen über unser dummes Gesicht lachen. Ganz und gar nicht. Ja. Das war's. Was sollen wir hier tun? Das war halt... Ich hab das Gefühl, das Set gönnt uns nicht so. Nee, das muss aber uns gönnen. Wir zwingen es einfach dazu. Wir versuchen unser Bestes. Da draußen ist irgendjemand, weiß nicht, was die Jessie macht. Da schließt jemand im Off. Wir sind raus. Ihr dürft ihn ausschalten. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Und tüdelü. Tüdelü. Tüdelü.